So, willkommen zurück zu einer neuen Runde Final Fantasy Explorers. Ja, in der nächsten Folge seht ihr. In dieser Folge kriege ich es jetzt noch gereiht. Ich muss dazu sagen, es ist schon nach Mitternacht, wenn ich das aufnehme. In der letzten Folge haben wir ja schon einiges gequestet. Und mir fehlte nur noch der Rock, den ich jetzt damit auch habe. Damit dürfte die Rüstung soweit komplett sein. Ich wollte nur schauen, ob ich noch genug Dirty Vines übrig habe, um mir den... Bling! Ach, bin ich nicht wunderschön mit dieser Polizistenkappe. Ich wollte noch schauen, ob wir uns einen besseren Stab machen können. Das wäre nämlich ganz nice. Aber ich glaube es fast nicht. Gleaming Ash, das kriege ich alles erst noch. Schade, schade. Ich glaube, ich habe im letzten Part auch noch keine neuen Abilities soweit mir angeeignet. Vielleicht sollte ich auch auf die Customized gehen. Das sieht ganz danach aus. Feuer mit Feuer, Carnage Factor. Steigert, ja, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Also es wird stärker, je mehr Monster ich bisher auf der Quest erledigt habe. Das Problem ist, als Magier tötest du normalerweise nicht so viele, dass es sich halt irgendwo rentiert. Allerdings, doch, das wäre eigentlich schon sinnvoll. Verflucht seist du, aber das frisst so viel. Nehmen wir jetzt einfach mal das mit dazu. Scheiße. Ich kann mir schon nichts mehr leisten. Der Part fängt ja hervorragend an, muss ich mal sagen. Achso, in den Kommentaren hat mich der liebe Light Doublefy, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, gefragt, wie man denn nun die Abilities richtig hier reinbekommt. Also wieso habe ich jetzt hier Thunder drin, wieso da Thrust und wie kann ich das beeinflussen? Also sobald ich diesen Crystal Search aktiviert habe und jetzt zum Beispiel Donner-Affinität habe, kann ich, wenn ich LR drücke, ja die Abilities auswählen und die Abilities leuchten dann gelb. Und wenn ich dann den Zauber erfolgreich wirke, kriegt er automatisch diese Ability. Wenn ich im Laufe der Quest eben nochmal einen anderen Crystal Search aktiviere, mit zum Beispiel hier Thrust Affinity, also Stoß-Affinität, dann muss ich es nur wieder erfolgreich einsetzen, dann wird es automatisch auch dieser Liste hinzugefügt. Also das ist recht unkompliziert, würde ich es jetzt mal nennen, Gott sei Dank. Wobei das später nicht so einfach wird, weil man... Ja, keine Ahnung. Also ich weiß von meinem anderen Speicherstand her, dass es ewig gedauert hat, bis ich da neue Abilities dann gelernt habe. Feuer 3, dann die anderen Abilities verkaufen, dann kann ich mir wenigstens eines noch hinzufügen. Achso, ich habe nur noch Feuer. Nee, gut. Carnage Factor wäre halt nicht schlecht. Dann warte ich halt, bis das auch noch mit drin ist. Fuck. Nee, brauche ich nicht. Nee. Ich bin jetzt nicht... Das ist allerdings wiederum sehr, sehr gut. Barrier habe ich fast vergessen. Hast. Es gibt nichts Besseres als Hast. Bei Drain hat es noch den zusätzlichen Vorteil, aber da macht es wirklich am meisten Sinn. Bei einer anderen vielleicht noch nicht so auf Stufe 1, aber bei Drain ja schon. Weil ich ja, je mehr Schaden ich mache, dann auch mehr Leben wieder bekomme. Ach, dieser Part dauert schon wieder viel zu lange, nur dafür, dass ich gerade die Abilities ausrüste. Das... Okay, Barrier 1? Achso, habe ich... ich bin so doof. Da habe ich Drain. Bin so doof. Ja gut, dann kümmern wir uns mal um die weiteren Quests. Ich kann ein paar Subquests auf jeden Fall abgeben. Da waren wir ja recht fleißig, ne? Ah, dann kann ich mir ja doch noch die anderen Sachen leisten. Kriege ich jetzt mal 2000 CP dafür. Dann kann ich mir die ja locker leisten. Das ist doch herrlich. Ich freue mich. So, aber ich habe, glaube ich, nicht genug Geld, um großartig neue Subquests anzunehmen. 300 Resonanz nehme ich jetzt auf jeden Fall mal an.
Boah, 2000 Gil hat das gekostet. Gut. Ist halt so. Dann kann ich hier nur die 2 noch annehmen. Gut. Ja. Dann hole ich mir mal doch schnell die anderen beiden Abilities noch. Und zwar auch jeweils mit Carnage Factor. Nein! Aber da kann ich die anderen verkaufen, dann habe ich wieder genug. Oder? Wie habe ich ihn gerade? Ja, das reicht ja locker. Hätte mich allerdings jetzt selbst verprügelt, wenn ich aus Versehen das verkauft hätte. Das wäre doof gewesen, ne? Dieser 3. Uiuiui, so. Ja, ich kenne verkauft. Und von den anderen beiden hatte ich noch keins. So, und ich bin. Ey, jetzt ernsthaft 13 Punkte. Leck mich doch am Arsch. Gut, dann widmen wir uns einfach mal einer weiteren Hauptquest. Legendary Knight, Defeat 10 Dragons. Gut. 5 Skeletons besiegen. Nehmen wir auf jeden Fall an. Das kostet ja nicht mal viel. Und dann muss ich mal schauen, wie viel das Flugschiff kostet, weil dann können wir das erste Gebiet wenigstens überspringen. Also, ich bin so doof. Hier muss ich hin. Embark. Es kostet mich gar nichts. Ich muss so weit hoch. Krass. Macht das dahin Sinn? Nö. Ich gehe gleich zum Lake Filu. Da kann ich eventuell dann auch ein paar Mandragoras schon finden und platt machen für ein paar Sturdy Vines. Gut, sind scheinbar keine da. Hat keiner Bock drauf. Ja, ich habe etwas vergessen. Dass die robuster geworden sind. Im Gegensatz zur letzten Sternen-Mission. Aber für meine Magie könnte das trotzdem keine Herausforderung. Ah, hat sogar schon ausgereicht. Ich bin schockiert. Oh, komm. Ach so, hat der Carnage-Faktor vielleicht schon ausgereicht dafür, dass da genug Schaden gemacht wird jetzt? Das wäre natürlich interessant. Also ich muss nur 5 Skelette besiegen, das ist jetzt weniger spektakulär. Das sind doch andere Goblins, oder? Defense neu. Das ist. Was ist denn Defense Void? Hat auf nichts Einfluss, wo ich jetzt hier so spontan zaubern könnte. Das ist doch bescheuert. Ah, doch, da sind Mandragora. Na, ah, ein Glück. Das wäre jetzt. Okay, ich habe mich geirrt. Carnage Factor ist echt gut. Ich habe anfangs 1300 Schaden gemacht. Nett, aber ich brauche Sturdy Vines. Nein, das ist jetzt gar nicht mal so wichtig gewesen. Eine Stinky Wine, super. Tja, Mandragora, dass du jetzt zurückgewichen bist, wurde dir zum Verhängnis. Sind die dann jetzt hier vielleicht auch gespawnt? Mich wundert es, dass halt hier beim Fluss keine Gegner waren. Aber dann ist es halt so. Dann habe ich halt jetzt Pech gehabt. Müssen wir uns wann anders mal auf die Suche machen für neue Ausrüstung? Momentan geht's ja noch. Da habe ich ja keine Probleme. Oh. Bypass Buffs, Super Snipe, Bypass Buffs. So, und diese Geister da hinten, die können mir diese Gleaming Ash hinterlassen. Das wäre sehr nice. Schon?
Okay, Carnage Factor ist wichtiger, als ich vermutet hätte. Oh, schon mal ein Gleaming Ash. Das ist sehr schön. Ich glaube, hier werden noch nicht genug Skelette auftauchen. Das war ein kritischer Treffer. Also wie man sieht, man hat es jetzt als Magier alleine noch nicht unbedingt schwer. Boah, aber wie groß diese Skelette sind. Jetzt stellt euch mal vor, ihr werdet echt in Real dort unterwegs und müsstet halt so ein Riesenfeder angreifen. Ja, schon ein bisschen spooky, oder? Ich meine, das ist ja nicht mal ein menschliches Skelett. Sehr witzig, ist hier jetzt genau abgemessen. 5 Skelette, ist ja langweilig. Aber sehr schön, das brauche ich nämlich auch noch alles. Unlock. Combo Boost bringt mir jetzt zwar so gesehen nicht wirklich was, aber... Ich meine, na klar, schon hier drinnen, ja, bringt's mir was, aber... Setzt niemals Drain gegen ein untotes Vieh ein. Warum nicht? Das lernt man eigentlich schon relativ früh in Final Fantasy. Was wollt ihr denn dem Untoten für Lebensenergie absaugen? Der hat keine. Ihr kriegt nämlich Schaden am Erd dadurch. Wobei es eben so aussah, als hätte ich tatsächlich Leben bekommen, was eher unlogisch ist. Das möchte ich bitte noch in einem Update gefixt haben, Nintendo. Das geht so nicht. Ich will Schaden bekommen, wenn ich Leben haben will. Na, also, damit das mal feststeht. So, wisst du Bescheid. So ist doch Bescheid. Oh je, ich glaube schon wieder zu viel. Oh yeah, Sid will mit uns reden. Habe ich denn irgendwas genug, um mir eine neue Waffe zu machen? Vielleicht kann ich mir ja wenigstens die kleine jetzt machen. Tatsache. Da fehlen mir noch 4 Sturdy Vines und 2 Gleaming Ash. Ja, dann kann ich doch eigentlich kurz noch warten, bis ich das restliche Zeug habe. Dann mache ich da jetzt doch gar nicht so ein Heckmeck. Achso, worauf ich jetzt natürlich nicht geachtet habe, ich habe keine einzige Subquest erledigt. So, du machst guten Fortschritt bei deinen Aufträgen. Weißt du, was dir helfen könnte? Ich denke, du solltest das Monsterlabor benutzen. Achso, ich muss da aber erst ein Examen für ablegen, damit ich das Monsterlabor da oben nutzen kann. Und dann kann ich nämlich Monster mitnehmen auf die Quest. Das ist halt ultra cool. Monster Lab Permit. Collect a Lizard. Ernsthaft? Ich brauche nur eine verkackte Lizard-Seele zu sammeln. Wie billig ist denn das? So, dann wählen wir jetzt nochmal, wo ich ein bisschen Geld bekommen habe, einfach nochmal hier und da eine weitere Quest aus. Die ich hoffentlich schnellstmöglich dann auch mal irgendwie erledigen kann. Ich guck da jetzt noch nicht nach, weil das bringt eh noch nichts. Ich könnte mir jetzt natürlich auch schon meinen Donner 3 Zauber holen, aber für so eine Mission brauche ich es nicht. Da kann ich jetzt auch warten, bis ich den Admalit habe, was natürlich zufallsbedingt ist und daher auch etwas länger dauern kann. Bin mal gespannt. Hallo. Piu. Oh, die Nutzer noch. Piu. Ich hätte jetzt so gelacht, wenn er einen hinterlassen hätte. Muss den hier noch einsammeln. Außerdem ist der Stab, den ich jetzt gerade habe, gar nicht mal so schlecht. Ich mag Blau. Ihr werdet sterben, es tut mir nicht leid. Unverschämtheit. Weißt du, der bewegt sich noch ein bisschen mit, aber eben nicht genug. Ja. Manchmal hat man das Glück, da bekommt man sie gleich. Manchmal hat man das Glück nicht, dann wartet man halt. Und geht von einem Gebiet ins nächste, bis man den Admalit hat. Wieso ist das eigentlich ein Examen? Ganz im Ernst.
So, wie viel Schaden macht denn jetzt Feuer? Ja, hätte man so. Juhu, Giant. Ich könnte ja mal. Das ist so spannend. Ich halte es kaum aus. Oh mein Gott. Kann jetzt bitte einer von euch eine Seele hinterlassen? Queste dieser Art sind verboten normalerweise so lange zu machen. Das bin ich ja nur mal gesagt. Ich habe ganz schön viele Gegner dort machen, damit der Kranzschraktor richtig wirkt. Ich meine, ich kann das natürlich auch noch stapeln, den Effekt, aber trotzdem. Ich habe ja jetzt schon eine Handvoll Gegner platt gemacht und trotzdem ist es nicht nennenswerte stärker geworden. Oh, nun kommt. So schwer kann das doch nicht sein. Lasst mal eure Seele fallen. Gut. Dieser Auftrag wird länger gehen, als ich eigentlich dachte. Ich darf noch mal. So, was fehlt mir denn? Windaffinität fehlt mir. Sehr schön. Okay. Einer von denen hinterlässt es jetzt. Ich hab's im Urin. Ah. Mein Urin lügt nie. Ich hab magische Pipi. Ja. Hammer. Oh, sogar. Das ist sogar noch ein. Wie geil ist das denn? Ich finde die sogar gar nicht mal so still interessant, weil das sind, glaube ich, ganz gute Damage-Dealer, wenn die gut trainiert sind. Komm, den mache ich jetzt platt. Und dann haben wir es doch auch schon geschafft. Ja, cool. Ich habe zwar nichts Nennenswertes sammeln können, aber wir können jetzt Monster züchten. Wuhu! Waha! Whoopidoo! Ja, jetzt bin ich mal überlegen, was für Monster nehme ich damit rein. Was habe ich denn bisher? Aber Goblins sind langweilig. Chocobo wäre noch ganz interessant, aber ich glaube, die sind nicht so stark. Du hast das Examen bestanden. Das Monsterlabor ist nur für dich zu benutzen. Geh ruhig voraus. Es liegt direkt hier, wenn du deinen Weg lang gehst. Sehr schön. Ich habe eine neue Main-Quest bekommen. Ist ja cool. Also ich kann bis zu 3 Monster mitnehmen. Trade up to 100. Ich kann bis zu 100 herstellen. Ich kann sie mit anderen Atmaliten verfusionieren oder ganz normal aufleveln. Geht übrigens im Multiplayer nicht. Das nur vorneweg. Man kann im Multiplayer kann man zwar Monster mitnehmen, aber wenn man jetzt zu viert spielt, dann ist natürlich Ende im Gelände. Sie ist selber zur Hälfte ein Monster. Ja gut, mit dir brauche ich nicht groß reden. Du bist wie eine Shopkeeperin. Kreatieren wir einmal ein Monster. So, was will ich denn mitnehmen? Ich will nicht unbedingt meine einzelnen. Ich will einen Centaurion mithaben. Der kostet 3750. Egal. Tja. Dann machen wir mal den. Also, M-Recovery, M-Accuracy ist mir alles uninteressant. P-Defense geht eigentlich. Monster Created. Herzlichen Dank auch. Fuse Monster. Geht das überhaupt? Kostet das was? Da kriegen ja die ja echt nur Erfahrungspunkte von. Ist ja langweilig. U-Monsters? Centurions? Nein. Gott, vor allen Dingen würde ich nur 750 Gil bekommen. Manage Monsters. Da, zack, den möchte ich mitnehmen. Urslash. Das ist doch cool. Ich freue mich, wir haben jetzt einen coolen Gefährten bei uns, aber den kann ich wahrscheinlich nicht mal ausrüsten, nur solche Späße.
Das wäre nämlich eigentlich noch cooler gewesen, aber egal. Dann schauen wir mal, was wir an Custom Abilities jetzt noch auswählen können. Erstmal Tundra 3. Oh, Area of Effect wäre noch drin. Ja, ich will aber auch Carnage Faktor mit drin haben. So. Tundra 3 weg. Tundra 3 weg. Was haben wir denn hier? Area of Effect. Schon mal ganz cool. Combo Faktor, Wind. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich konzentriere mich lieber auf bestimmte Abilities, als in so einen Haufen gleich am Anfang reinzuklatschen. Zumal ich als Einzelspieler schon ein bisschen konzentrierter kämpfen sollte. Area of Effect bringt mir bei Drain gar nichts. Barrier 2. Toll. Also das kann man gleich weg. Kombofaktor bringt mir in einem Zauber wie Drain, bringt mir das nichts. So, dann gebe ich mal kurz meine eine Quest ab, meine Subqueste. Explorer! Explorer! Subqueste, Report-Subqueste, leider nur eine, leider, leider. Lalala, leider, 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 und ich kann keine neue annehmen, das ist doch schlecht. Das ist echt schlecht. Aber ich habe jetzt wenigstens Tundra 3 war das. Tundra 3. Sagen übrigens manche wirklich Tundra. Manche können das TH nicht aussprechen mit Thunder. The. Als wenn man fast sabbern würde. The. Und dann manche sagen dann echt Tundra. Könnte ich die Krise kriegen, ganz ehrlich. Ich meine, ich sag das kaum, aber da kriege ich echt fast die Krise. Ich meine, manche Leute können ja nichts dafür, dass sie nicht kein Englisch sprechen können, weil sie es nicht richtig gelernt hat, nur damals in der Schule keinen Bock hatten, es zu lernen. Aber wenn ich dann sowas höre wie Tundra. Ah! Nee. Das kann ich nicht leiden. Es geht leider nicht. Aber ich muss ja auch nicht alles gut finden. No? Kaufen wir dich mal. So, und dann holen wir uns Feuer mit Area of Effect. Das finde ich doch schon mal ganz cool. Blizzard lasse ich jetzt erst noch mal drinnen. So, warum ich jetzt das hier alles mache, ich beende gleich wieder den Part, weil ich habe keine Lust, dass ich jetzt wieder eine halbe Stunde davon hochlade. Wir nehmen aber jetzt eine neue Main Quest noch mal an und schauen, was wir eben als nächstes dementsprechend machen. Ich muss erst was verkaufen, ich habe nicht genug Geld, um zu questen. Die Menschen wollen halt nicht gerettet werden. Was habe ich denn? Ich kann doch bestimmt irgendeinen alten Scheiß verkaufen. Ja, genau. No items to sell. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Das ist Fire, passt was? So, das müsste ausreichen, um eine Level 2 Quest anzunehmen. Sind übrigens, wenn ich es richtig im Kopf habe, teurer, Explorer, wenn man im Mehrspieler spielt. Bin mir aber nicht sicher. Können mich auch irren. Vielleicht irre ich mich auch. Was ist denn das für ein Part, ey? Es fehlt mir immer noch Geld. Hello. Junge, 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 Junge. Da müssen wohl ein paar Items dran glauben, oder? Wovon haben wir denn so viel? Oder was werde ich eh nie benutzen? Lasts about 1 minute. Ich bin mal jetzt einfach kacken bereist und verkauft es. Strength and Defense of your Monster Team for limited time. Werde ich nie benutzen. Manche würden dabei auch. Ich hätte doch natürlich auch hiervon was verkaufen können. Na egal. Manche werden wahrscheinlich dabei aufgeschrien haben gerade. Aber Explorer! Ich bin, was Items angeht, schrecklich. Ich kann keine Items nutzen. What's with all these monsters? Fünf Mandragoras. Genau das, was ich für meine nächste Waffe brauche. Das ist doch mal ganz cool. Nehmen wir mal gleich an. Aber Insidious Blue Dragon hört sich natürlich auch nicht schlecht an. So. Ich habe natürlich auch genug Geld gesammelt, um eine Subqueste auszuwählen. Zack. Gut, dann sind wir ja mal gut ausgestattet.
Der Vorteil von einem Teamkampf ist natürlich, dass man ruckzuck Resonanz erreicht hat und dann erledige ich halt mal 3 von diesen Affinity-Sachen innerhalb von einer Quest. Aber, liebe Leute, das werden wir beim nächsten Mal sehen. Ihr müsst euch bis dahin gedulden. Ich hoffe, der Part hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Und wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. Ich denke morgen, der Part geht Freitag online. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.